Eine Frage, die ich ganz oft bekomme in den Calls mit meinen Kunden ist, was passiert eigentlich nach der Beauftragung und was sind jetzt konkret die Aufgaben an der Stelle auf Unternehmerseite? Es gibt ja einmal die Aufgaben des Filmmachers bei einer Filmproduktion und die Aufgaben des Auftraggebers. Und diese Sache möchte ich heute mal so ein bisschen auf den Grund gehen. Also erstmal ist es so, nach einer Beauftragung wird hier ein Filmkonzept von einem Filmemacher erstellt. In dem Fall machen wir das für unsere Kunden, dass wir mit den Kunden gemeinsam die Dinge mit reinnehmen in so ein Konzept, was dem Kunden wichtig ist. Hängt jetzt sehr vom Ziel ab, das heißt, was der Kunde sich genau vorstellt, was er mit dem Film oder mit den Videos, mit der Serie erreichen möchte. Und ganz wichtig ist es, dass man auf der Seite des Unternehmers, das heißt des Auftraggebers, eine Person definiert, die jeden einzelnen Schritt in so einer Filmproduktion dann auch mit abnehmen kann. Also Abnahme zum Beispiel vom Konzept, Abnahme von den Dreharbeiten, das heißt, wann und wo soll das stattfinden, und Abnahme im Schnitt. Das sind eigentlich so die wichtigsten drei Punkte. Es ist ganz oft so, dass natürlich die Unternehmer bei den Firmen, für die wir arbeiten, das natürlich am liebsten selber produzieren wollen. Das heißt also, sie wollen dann jeden einzelnen Schritt auch selber bestimmen. Aber das Alltagsgeschäft ist meistens anders. Also bei den meisten Auftraggebern ist es so, dass die natürlich andere Aufgaben haben als sich zum Beispiel den Film dann dreimal anzuschauen. Als Filmproduktion ist das bei uns zumindest so, dass wir dem Kunden Korrekturen einräumen. Das heißt, es gibt ja ein Skript und dieses Skript basiert auf dem, was man besprochen hat, wird auch abgenommen vom Kunden, dann wird das gedreht und am Ende wird das geschnitten. Und beim Schnitt ist es ganz oft so, das hat man als Filmmacher immer wieder, dass man Ideen hat auf einmal. Ja? Also so nach dem Motto, das haben wir beim Dreh jetzt nicht gesehen oder nicht beachtet, aber wir könnten ja noch das und das mit reinnehmen. Und dafür ist so eine Korrekturschleife auch sehr, sehr gut. Also mein Tipp wäre an der Stelle, wenn du einen Film planst, auch wirklich Korrektur mit einzuplanen, also auch Zeit mit einzuplanen, um Feedback deinem Filmmacher zu geben und dem Filmmacher quasi ja auch zu sagen, von wegen, das habe ich mir so und so vorgestellt, ich möchte in diese Richtung gehen. Der Filmmacher ist ja in dem Moment bei einer Auftragsproduktion eine, ja ich sag mal, eher ausführende Kraft, ja, also bringt sich kreativ mit ein, aber der eigentliche Auftraggeber, der wird ja diesen Film später auch einsetzen. Und das ist immer eine partnerschaftliche Geschichte, also bei uns bei Kreativfilm ist es so, dass natürlich die Kunden wie Partner gesehen werden, weil natürlich läuft das immer mit der Freigabe des Kunden, aber auch mit dem Feedback des Kunden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Film beauftragen möchtest und sagst, naja, das liegt jetzt bei mir demnächst an, dann überlege dir eine Person im Unternehmen, die diesen Film betreut, und zwar vom Zeitpunkt der Beauftragung bis zur Abnahme. Und dann idealerweise natürlich auch, was auch Teil eines Gesprächs ist, was passiert eigentlich dann danach? Also die Zusammenarbeit hört ja nicht in dem Moment auf, wenn man den Film abgegeben hat, sondern manchmal fängt sie dann sogar noch an, interessant zu werden. Man hilft dem Kunden dabei, so ist es bei mir, man hilft dem Kunden dabei, den dann entsprechend zu platzieren und auch das zu kontrollieren. Das heißt, zu schauen, naja, wir haben es jetzt bei YouTube eingesetzt, bei Instagram, der Film hat noch nicht so viel Klicks oder hat noch nicht so, ich sag mal, das Publikum erreicht. Was können wir jetzt an der Stelle noch machen, um den Ganzen noch einen kleinen Push zu geben? Manchmal ist es dann so ein bisschen aus der Erfahrung heraus, je nach Branche, so ein bisschen so, dass wir dann noch mit Tipps mit reingeben und gerne auch noch weiterhin das Ganze damit betreuen. Ich finde, das ist auch nochmal ein Qualitätsfaktor, dass man sagt, naja, man macht jetzt nicht nur Konzept, Dreh und Schnitt, sondern betreut es dann auch bis zum Ende, also bis zu dem Ziel, was der Kunde sich vorgestellt hat. Das heißt, man kann die Frage wirklich so beantworten, definiere eine Person, wenn du es selber bist, umso besser, wenn du jemanden im Unternehmen hast, auch gut, der diesen Film von Anfang bis Ende betreut. Und wenn du jetzt mal sehen möchtest, wie wir das sozusagen bei uns machen, dann klick doch mal den ersten Link hier unter der Videobeschreibung an. Da gibt es dann eine coole Seite, wo wir uns dann nochmal so ein bisschen vorstellen, wo wir dir auch zeigen, wie das Ganze bei uns aussehen könnte, beziehungsweise bei dir natürlich. Und da zeigen wir auch mal hier diese Räumlichkeiten. Ja? Also ich sitze ja gerade hier mitten im Büro sozusagen, da hinten ist mein Schreibtisch. Wenn ich meine Konzepte, meine Ideen zu Papier bringe, dann sitze ich genau hier und das zeigen wir in diesem Beitrag mal, weil viele auch gefragt haben, naja, es gibt so gar keine Über-uns-Seite und bisher machen wir das immer so alles so auf Ratgeberbasis. Und jetzt haben wir auch diese Über-uns-Seite gemacht, von daher schau dir das sehr gerne mal an. Das wird der erste Link hier unter dem Video sein. Ja, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis dann.